Von der Dach ist dunkel in Dista, Jod in heute selbe Dreck. Von dir die Fäuls verbiest hat, ein Gebirn im Himmel check. Jesus heißt der Morgen, wo alles dann kommt, Lut und Sinnen weich, denn heute alles reich. Jo, hark, ne Worte sag, de Seelen schwach und knack. Jesus heißt der Morgen. Von dir die Fäuls verloten, jo, die Fäuls die Gott so lein. Denk an der Welt verguten, von mir und Jesus sein. Jesus ist der Morgen, wo alles dann kommt, Lut am Sinnen weich, denn heute wird es reich. Jo, hark, nur Worte sag, der Sehnen schwach und gleich. Jesus ist der Morgen. Übers über Dorn, dem Riefer, Heu erst im Wind in Wein. Du lässt immer Darm für immer, Heu hat immer tolles Drach. Jesus ist der Morgen, wo tolles Dönnen kommt, Lut am Sinnen weich, denn Heu der tolles Drach. Jo, hark, nur Worte sag, der Sehnen schwach und gleich. Jesus ist der Morgen. Jesus ist der Morgen, wo alles dünnen kommt, Lut und Sinnen weich, denn heute alles reich. Jo, hark, nur Worte sag, der Sehnen schwach und gleich. Jesus ist der Morgen. Wir kennen all das kleine Bücke, ja? Sind auch bekundet? Erinnert uns noch mit von der Schill, ne? So, ich war von der Wiedergang mit das kleine Bücke in ich habe auch viel durch die Lied, ich lege das so. Und das ist ein so ein Fanet-Bürger. Das letzte Mal, als ich das Kloß geben wollte, dann hat wir von der Erschaffung des Menschen, von wo Menschen erschaffen werden. Und wo Gott uns hat erschaffen, drei Seele, Leib und Geist. Nicht? Wo wir in drei Teilen erschaffen werden und so weiter. Und dann kommt dort in neun Teilen und so weiter. Und werdet über alle Töpfe schaffen werden. So, wir waren von der nicht wie in dort nennen gehen, aber wir waren von der ein Stück wieder gehen. Und von der war wir, du würdest sagen, von der Erschaffung der Engel. Von Anfang an diesen Kirchismus haben wir uns dort all angeführt, eine Ferie geführt, wo Gott die Welt gemerkt hat in verschiedenen Hinsichten. Und so dort haben wir uns all alle Ferie geführt. Und wir haben uns die Ferie geführt von der Erschaffung der Menschen, haben wir uns Ferie geführt. Und wir wollen von der uns verführen von der Erschaffung der Engel. Heimat hat eine Frage gestellt. Wer glaubt, ihr wollt im Himmel hacher sein, wenn wir schwören im Himmel sein? Der Engel oder der Menschen? Heimat die Frage gestellt? Aber hat noch niemand selber dort gedacht. Fern denkt, wie du Gott hier war, nicht so? Wenn wir würden uns von der mal der Frau stellen, wer glaubt, ihr wird was hacher sein im Himmel? Wenn zum Beispiel ist ihr das vergehen und Jesus ist gekommen, damit wir geraten sind und die Menschen sind ja alle im Himmel, dass ihr das nicht mal. Und wer glaubt, ihr wird dann hacher sein, der Engel oder die Menschen? Wir haben euch in der Bibelfrage gesagt, die Menschen werden hacher sein, der Engel werden hacher sein. Wir haben euch in der Bibelfrage gesagt, haben wir gedacht? Wer weit wäre dann? Wir wollen uns ein paar Dinge zum Anfang ein bisschen eine Bemerkung merken von dort. Als Gott Menschen merken dort, was sieht Gott, wo wir können? Ihm zum Bilde, nicht so? Da meint, dass heute wir eine Eigenschaft von ihm. Okay? So haben wir uns so, als wir würden Eigenschaften so haben, so als heute hat. So, heute merken wir uns so. So, in der Weichkerbe sein, dass wir sind von der drei, nicht? Und wir waren Klimatunangung. Wir sind Körper, Seele und Geist. Gott ist Führer, Sehen und Helle Geist. Ja? So, das sind die drei, das ist drei. Aber wir fangen noch nicht in den Engel, dass die diese Weiche geschaffen sind.
Heim und die Dach ist Gott der Engel, merken dort. Das sagt uns bloß, dass Gott mir der Engel. Was Gott Menschen merken dort, dann sagt er mir Menschen, dann sagt er, in dit as soll er Gott. So, was ist der Unterschied, wenn wir sagen, zum Beispiel, wenn wir im Garten Eden denken, denn, was ist der Unterschied nicht von den Engel und von den Menschen? Was wird der Unterschied? Werden sie überrein? No. Sie werden nicht überrein. Gott hat den Menschen gesagt, dass sie sollen die Erde vollfallen. Gott hat den Menschen eine Verantwortung gegeben, die Tiere Nummer zu geben und so weiter. Gott hat eine große Verantwortung gegeben und Gott sieht, dass die Menschen, die regiert nicht die Erde. Wir finden noch nicht in der Bibel, dass Gott irgendeine Abgabe der Engel geben wird. Ja? Gott hat manchmal Engel schreien, sie sollen eine Arbeit verfallen. Aber wir finden das nicht so aus, dass Gott den Engel so eine Abgabe geben wird, als heute Menschen dort. So, dann sagen wir auf einmal, dass dem Engel und dem Menschen sind zwei ganz verschieden. Zwei Dinge sind überrein. Eins ist, die Menschen versinnen sich und fallen auf. How about der Engel? Der Engel, die wir auch kriegen, so. Die wir in einer Gruppe Engel, wo sich versinnen deuten und fallen auch auf. Ja? Und wir sehen dort als von der ans Teufel, du haben wir wieder nennen. Aber dann sehen wir dort als Jesus ist gekommen dort, dann sehen wir, für wem kommen wir? Kommen wir für den Engel, wo da aufgefallen werden? Oder kommen wir für den Menschen, wo da aufgefallen werden? Dann sehen wir dort auf einmal nach, war eine ganze, der sich ganz apart sah, dann sagen wir auf einmal, dass Gott erbarmt sich über den Menschen. Wohin? Wenn die Menschen haben einen anderen Platz als die Engel haben. Ich sogar haben einen anderen Platz an die Sinnflut gekommen wäre, oder eben als ja, Adam und Eva sich versinnigt haben, oder eben die Engel im Himmel rührt waren, haben die zwei ganz verschiedene Plätze. So, wir sehen dort, der Engel, der hat eine andere Position. Und wenn wir kicken dann den Platz, was der Engel hören dann, abläuft, wenn wir kicken dann, das so besäumen dann, und dort werden da studieren, und so, dann wird ja das einmal sein, dort die Menschen wollen höher sein wie Gott im Himmel als der Engel. Okay? Nun, ich kann sagen, warum. Haben wir alles gehört, dass Gott hat gesagt, die wollen zu meiner rechten Hand sein, zu der Engel. No. Was sehen heute die Menschen? Die, die waren gerade sind, die waren zu seiner rechten Hand gestellt worden und die waren Biam sein. Ja? Die waren zu seiner rechten Hand sein. Und wir sehen dort auch, als Gott den Menschen raten dort, dann sehen wir dort ging direkt nur den Menschen. Das ging direkt nur den Menschen. Ich glaube, wir haben dann Klimat, ihr könnt ihn nein da. Aber ich glaube, wenn die dort waren, durchsehen, dann sollen wir auf einmal sein, dass wir Menschen, die werden gerade als der Wort einen höheren Platz haben als der Engel. I mean, ich weiß nicht, wie die feiern das. Aber wenn wir Fjärken denken, dann wir denken Fjärken so, naja, ich sehe mal so ein, wie man vielleicht sein, ein bisschen vertrübelter Mensch mit Tribbles und all so dort. Und dann die nachdenken, die wahrscheinlich höher sein als Engel. Und das ist mäßig zu begreifen, nicht so? Aber ich denke, das wird was sein. So, weil wir uns von der Dollar der Schöpfung von den Engeln, und so, ich dachte bloß zum Anfang, wie ich das gleich einmal ein bisschen so steht, uns ein bisschen ans Gedanken, einmal ein bisschen ins Spinnen merken, zum über das nur zu denken. Und ich denke, wenn die wollen das nur sein, dann wollen das sein. Und uns sagt das eben sogar in der Bibel, du sagst das, dort, wenn ein Sinner Buße tät, dann sagt das, du wirst, das sagt hier, ist das, wenn ein Sinner Buße tät, dann hast du eine große Freude, der Engel Gottes, die freuen sich im Himmel, wenn einer Buße tät. Wenn einer von uns auf einmal auf unsere Knien fallen tät und sagt, Gott, ich bin ein Sünder, mir fehlt die Jesus aus dem Rara, dann sagt uns die Bibel, dann hast du eine Freude im Himmel. Ja, dann hast du eine Freude im Himmel. Gut. Wir werden übergehen zu unserem Thema. Der Erschaffung der Engel. Wir werden dann einmal klar merken, dass Gott hat alles gemerkt. Himmel, Erde, Engel, Menschen.
Was immer das ist. Gott hat das alles gemerkt. Wir haben von der Söhne, die nicht an Gott glauben, und die glauben nicht, dort Gott alles gemerkt hat. Die glauben da nicht an. Wir waren uns von der Erschaffung der Engel. Und hier ist es, sagt die erste Frau, hier ist im Katechismus, sagt, sind auch die Geschöpfe in den Himmel geschaffen. So sind auch im Himmel Dinge geschaffen. Dann sagt es, ja, der Engel. So, ja, der Engel. Dann fragt uns die nächste Frau, wo sind Engel? Hat jemand die Frau gefragt, wo sind Engel? Wir haben uns diese Frau vielmal gefragt, dass wir den Katechismus müssen einmal smiles abseien. Ne? Aber am Freitag, und wir müssen nicht abseien. Dann hast du vielleicht eben sogar auf der Lehre die Frau gefragt und die hast du können beantworten. Dann sagt es, sie sind dienstbare Geister. Haben wir uns das selbst, haben wir dort beantwortet. Wir haben nervös nur gedacht, was dort meint, aber wir haben das beantwortet. So, was sind Engel? Sie sind dienstbare Geister. Na, was meint das alles? Was enthält sich das alles, wenn wir uns denken, dann, dass die Engel sind dienstbare Geister? Wenn wir von der nur denken, dann sind die Engel von der, können wir sein, Person oder Geister, was von der Gott deuten. Nicht bloß allein dem deuten sie Gott, aber sie deuten auch eine Arbeit für Gott. Wir denken von der vielleicht, na, was haben die Engel vielleicht alles tun? Aber wir sagen im Alten Testament, dann sagen wir ihrem Mund, dass Gott braucht einen Engel, um eine Botschaft eine Rauf zu bringen, nur ein Mensch. Oder nur ein Prophet und so weiter. Wir sagen das eben sogar, der Engel, der hat Numis. Ja? Der waren verschiedene Engel, die hatten Numis. Und dadurch waren die erkannt, wer das wir. Und wir sagen dort an verschiedenen Städten, wo der Engel kommt, in einfach eine Botschaft bringen dort, oder eine Ankündigung, oder was sie deuten deuten. Das, was Gott hat gesagt, Gott hat das gesagt, dort die Engel sind dienstbare Gäste, sie deuten. Sie deuten von der Fläche Menschen, und sie deuten Gott, besonders deuten sie Gott. Gott hat dort angesagt, so, dass heute seine Engel gemerkt haben, dort der am deuten dann. Manchmal denken wir so, dass Gott fehlt dort vielleicht an mir oder die. Weil ja, ich wollte uns sagen, dass Gott fehlt dort gleich und mir in die. Wir kommen von der Fläche, wir kommen vielleicht in den Haus, dann checken wir uns im Haus rein, dann checken wir vielleicht, na, uns fehlt mal, oder uns fehlt dort, oder uns fehlt jemand. So, und dann denken wir vielleicht für morgen zum Ehen, dann, oh, uns fehlt auch dort, und uns fehlt auch dort. Und dann sagen wir dort, oh, wir sind mit irgendwas sehr wie kalt. Aber stell dir mal was vor, dass Gott als perfekt, in denen fehlt nichts. Dann fehlt das nicht an mich, dann fehlt das nicht an die. Dort heute in die Rauf kommen, sie sehen, schenken dort, und dort auch andere, und uns fehlen dort, und uns danach raten dort, und danach hecher sagen dort das Engel, eigentlich dort ist ein sehr gerettet Winner. Aber weißt du was? Gott erbarmt sich über die Menschen. Er hat ein Erbarmung, er hat ein Hort für die Menschen. Nicht du, wenn wir ein anderer zu nötig und er fehlt. Aber wir haben das gesagt, dass wir in Trübel wären. So, diese Engel, der merken das alle ganz komplett im Himmel. Nicht, wenn ein Dirsch von der Hand kommt, dann wird der Himmel ganz komplett sein. No. Ich glaube nicht, dass das wird das dort sein. Der Himmel ist auch ganz komplett. Ein Dirsch von der Hand kommt, dann wird das noch ein Detail sein. Nicht? Aber eben ist das alle ganz komplett. Du anerkennst, du von der ganz geloten sein, dort der Himmel ist komplett. Aber diese Engel, die sind du zum Gott dein. Wie sollen die doch aus Jesus geboren werden? Diese Maria, eine Mial, sie wird im Gebet gegangen, sie betet. Dann auf einmal hört sie den Stern und sie dreht sich um und sie sieht, du hast wer. Dann sehen wir auch, dass diese Engel, die sind sichtbar. Die dürfen nicht immer sichtbar sein, aber die werden sichtbar. Und Maria, der vertraut mit diesem Engel. Und dieser Engel wird ein dienstbarer Geist und er deint diese Maria. Er deint Gott mit der Botschaft, was heute Maria zu sein hat. Und das dort sollen wir auf verschiedenen Städten. Wir sagen auch sogar, das stimmt mir immer wahr, wenn ich denke, dass wir ganz am Anfang, als die Kirche angefangen hat,
In der Fehlverfolgung wie in der Apostelgeschichte, die Fehlverfolgung in sehr schweren Tiden während in der Regierung, die stünd ab gegen die Kirche, wer wird Jemtierbar, wird verfremdet nennen, und danach gegen die Lehrer, so aus Petrus, Johannes und all die, die stünden ganz gegen dort, wird jaftet hier. Und dann auf einmal ein Tag, dann kommt der Doktor Ram, der Petrus hat war gepredigt, und die Regierung kommt und nimmt am Fuß, und sie nehmen am für Prilien an ihm Geld, und dann nehmen sie am Fuß und dann am Jail an. Und dann, als du in Jail bist, ist, dann merken sie sicher, dass die Ernte nicht wird ütkleben. Dann schnallen sie den Fuß mit jeden, und dann tun sie nach, bis sie den Soldaten haben. So, das ist ja allmählich, dass der hier fit kann, ne? Dann kommt die Quark-Tub in Apostelgeschichte 12. Dann kommt die Quark-Tub, und dann ist die Quark anfangen zu beten. Und dann auf einmal sagt Gott zu den einen Engel, was heute geschaffen hat, sagt er, wirst du mal mit dir noch rauffahren, der Petrus? Wag den du mal ab, der schlappt dir zwischen den Soldaten. Wag den mal ab und dann die Ketten los und dann lässt den du mit dem Jail reden. Weil dir zu dort hat Gott den Engel geschaffen. Der dann am Dein. Und das ist die Quark, der betet und der bewegt Gott so sehr, dort heute einen Engel schicken dort. Zum Dein. Ich denke, Petrus, er schläubt dort, zwischen der Semana, er will ihn immer versichert, nicht? Er schläubt dort, und auf einmal hielt er dort, und dann wird angeklappert, und ich glaube, er dachte, er träumt. Und auf einmal wird er an, Timo, du hast einen Engel, der redet mit mir, der sagt, ich soll mal abstehen. Dann sagt er, ich sende die Force, ich kann die nicht. Na, auf einmal, das ist ein Engel, und dann bedarf bloß horchen, nicht? Ja, dann machen wir auch so, Gott hat manchmal den Denk an uns gesagt, und wir wundern beten, oh Gott, was hast du auch einfach mal gesagt? Weil ihr vielleicht so wie uns dann gleich fragen, vielleicht so wie bloß mal horchen. Und als Petrus dort ist ganz klicken, der dann, okay, dann horcht er, und dann tävlen an seine Ketten drauf, und dann gehen sie, und die deren gehen ab, die Soldaten sollen er nicht, und heute er dreht, und dann ist ganz bei Büten Jail erst bei der Begosser, so, und dann auf einmal dann verschwenkt der Engel. Lass er den nicht mal. Nun hat Gott ein Gebet geantwortet von der Kirche, was der Gebet hat. Und er hat diesen dienstbaren Geist, diesen Engel, was er hat gemerkt, denn das Arbeit dann, der hat er geschickt und er hat diese Arbeit getan. Und weißt du, wo ich mir einmal stand, als in das. So, wo glaube ich, ging Petrus dann nicht an? Hüß? No. Er ging nicht in die Kirche. Er wusste, der würde nicht hübsch sein, der würde nicht beten. Weil sonst wird er viel dann getan werden. Er wusste, der würde nicht hübsch sein. Dann kommt er daheim, dann putzt er da an. Und die Menschen verfehlen sich nicht. Und dann kommt er in einem Jahr und kriegt den Fenster rein. Und dann merkt er oben und sagt, Petrus, ich dachte, du bist in Jail, du musst in Jail sein, was bist du hier? Dann sagt er, ich sage, los. So merkt er, der Tau entschlitt nach Tau. Und dann jetzt der andere sagen, oh, sagen sie, das ist ja allmählich. Hey, Jürgen, komm und sag ich dann. Gebeten für was? Dann hat Gott dort geantwortet, dann sag ich dir, Gott, das ist ja allmählich. Hätt ihr das für die Kirche gedacht? Haben wir nur gedacht? Das wird mir ein Stunden da. Die Kirche, die hat gebet, Gott hat seinen Engel geschickt, hat geantwortet. Und jetzt ist er antwortet vor der Hand, dann merken sie, der Tau und schlitten Tau. Und schließlich, sie beten wieder, nicht? Dann waren die doch, Gott soll die hören. Dann auf einmal Petrus, der war da lang, der und an. Dann gehen sie mal zurück. Dann merken sie noch einmal ab. Dann sind sie, Petrus ist da. Nein, das ist mir als Sache, ich habe ihnen doch gesagt. Wie glauben mir das nicht? Dann, okay, dann kommt Petrus, dann kommt. Ja? Manchmal sind wir ein bisschen so bullstierig, nicht? Wir haben uns in der Wache und dann sagt Gott, hier hast du die Antwort für den Gebet. Und dann sagen wir, oh Gott, ich habe mir so heute nicht gerade gebeten, nicht? Und hat Gott eben sogar seinen Engel geschickt? Und dann glauben wir noch nicht mal ganz. Ja? Kriegt ihr mal. Hier sind zwei Dinge, die wir am Denken haben. Erstens, Gott schickt seinen Engel. Und das ist, was Gott seinen Engel gemerkt hat. Eben Jesus sagt, als Petrus dann
Jesus mal will uithalten, also Jesus will Fuß nehmen, dass sie wollen am Kreuz gehen. Da will Petrus Jesus mal so uithalten, dass sie soll dort mal durchgehen. Und Petrus holt auch rein fürs Ut und hakt das in einen Mann in Uhr auf. Dann sagt Jesus zu Petrus, no. Da dein Schwert und deine Taschen an. Wann mir das wird an halb fehlen, hei kein Millionen Engel sein, die würden kommen haben. Weißt du, diese Engel, der deint in Gott. Jesus wisst, wer das ab im Himmel wird. Jesus wisst. So, nun haben wir die drei, was wir wollen denken. Erstens, Gott schickt sie in den Engel, Gott antwortet und die Menschen glauben dort nicht. Ja, die können nicht glauben. Ja, Gott hat die Antwort, die können nicht glauben. Weil wir nicht so eine Klinglöfsche sind. Wenn wir beten, dann, wenn Gott sie in den Engel schicken wird und die antworten wird, dann werden wir das glauben. Ich will auch gleich nach einer Frau zu gehen, zu stellen, und das ist das. Wenn wir, wir knallen uns heran, was immer, wir beten für something. Zum Beispiel, wir beten vielleicht für Regen. Was denkt ihr dann? Was passiert? Wenn du hast für Regen gebet, und dann habe ich gebeten, sagen wir, wenn du frech mehr beten, dann gehen wir davon, da haben wir ein Klima, die drei denken, was passiert dann im Himmel? Nicht? Na, dann habt ihr das nicht beten. Ich denke, und das ist eine Kirche in Stets, da haben bekannt, die sind nach Vormittag, dass sie wollen nur mehr klocktreu eine Gebetsstunde haben für ihn. Das wird so sehr, sehr dreig. In der Predigt, der erste dann ein bisschen Tidja, und heute erste bitte der, und begrüßt alle Morgen, dass der in die Kirche ankommt, wie kommt dort ein kleiner Mädchen mit einem Regenschirm? Frag ich die Predigt, was ist denn mit einem Regenschirm? Das darf ich nicht, habt ihr kommen zum Beten für den? Ich glaube, wenn wir wollen nicht gebeten haben, wir wollen in den Haus kommen, dort wird regnen. Und ich will nicht noch regnen, deswegen habe ich die Mädchen gebracht. Das Prediger, der schreibt, er sagt, dann hat dort in seinen Horten eingeschnitten und hat wie auf einmal eingewandt, dass im Jahr, da hat ein Gerät und glauben, dass er hat. Ich habe nicht mal so weit gedacht, wenn ich in den Haus fahren will, vielleicht regnen. Ja? Weißt du, Gott hat diese Engel, du, die sind du arm zum Dein. Nicht bloß arm, even sogar soll wir dort, die haben Menschen gedeint. Ja? Wir sehen auf verschiedenen Städten in der Bibel, wo wir sehen, wo sie Menschen gedeint haben, kriegt sie aus, wo Petrus, andere Städten, soll wir dort, wo sie Menschen gedeint haben. So, Gott hat Engel gemerkt, und sie sind von der im Himmel, und sie sind dienstbare Engel, wie wir sagen, dienstbare, sie sind Deunasch. Sie sind Deunasch von der. Das nächste, was uns dann fragt, wozu hat Gott die heiligen Engel geschaffen? Dann sagt er, dass sie den allmächtigen Gott loben und preisen und den Frommen zum Guten dienen sollen. So wurde auf Gott dieser Engel gemerkt und sagte, dass sie den allmächtigen Gott loben und preisen. Und dann sagte er darüber nach, und den Frommen, den Guten dienen sollen. So den Frommen. Wer wird in zwei Teilen da? Gott loben und preisen. Na, wer denkt ihr von dem Wort Gott geloft und gepreist von der Engel? Der Engel, der Stunde so, Gott, wir loben dich, wir preisen dich. Hast du das, was ihr glaubt? Oder der Engel sagt, naja, das ist so schwer nach Gott und die loben. Vielleicht können wir nehmen und stellen sie ab hier. Glaubt ihr, vielleicht ist das da? Oder ist das mit einer großen Freude, wo die Gott loben und preisen und sie können bloß nicht mehr ab hier. Aber das ist es da. Weißt du, wenn ich von der denke, von der Engel, dann denke ich an, dass der Engel, die sind so gemotiviert, Gott zu loben und zu preisen, dass die denken nicht mal an ab hier. Das kommt so automatisch. Und wir sehen, dass im Himmel
du hast eine Freude. Wenn einer sich abbeirrt, wusste das. Wo glaubt ihr, wann es eine große Freude geben wird im Himmel? Dann ist es ganz still, aber glaubt ihr, ihr habt dann auf einmal noch große Trompeten und so, wo es einfach Lied gründet. Eigentlich ist es fair, ich meine, wir können das nicht alle wen sein, nicht? In der Offenbarung, da fangen wir, dass der Engel mit Trompeten blasen dann in sie wieder. So fangen wir in der Bibel. Und ich denke, dort, wenn einer hier ab diese Idee Buße hat, wenn einer Buße hat, dann jaft dort ein Grötet, Lüret. Und dann sagen die, sie sind über Jesus und sagen, nie erst noch einer hat dort angenommen, was du getan hast. Hat noch einer dort angenommen. Nicht so noch einer. Wir denken an, dass wir sind ein bisschen über 7 Billionen Menschen. So, wie viel glaubt ihr, bekehren sich in einer Woche gesagt, das stimmt. Ah, da können wir sein, die Minute. Aber wenn die Blößen denken, dann, ich weiß nicht, wer von denen alle Gospel für Asia kann das. Aber dort ist eine Mission, wo du in Asien schaffen das. Ich sage nur, bekannt mit dir, ich habe ein Schiffdinger-Tipp gehabt mit dir. Nie gehen werde ich sie dann aufgehört in den Dach planen. Sie haben von ungefähr 13.500 Prediger in der Schule, wo sie üben, dann tun diese Körken wieder ran. So dann ja, wie du sagen, dort, du wollen in deinen Menschen sich bekehren. So ich denke, dass im Himmel kann auch nicht mehr still werden. Ja? Wenn diese dienstbare Geister, dann können wir sagen, diese Engel, die erfahren, ob es wahre und wahre, wenn Menschen sich bekehren dann. Und die können bloß nicht mehr still sein. Ja? Und ich glaube, dass du das dort, weil da und zuerst gehen nicht Glocken, Tiet nicht, aber für uns würde es dann sein, 24 Stunden da, gleich erst du das da. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, denn wir sagen, dass du dann vielleicht da, Gemeinde, es wird Rüdschofen dann, und so, dort wird Gottes Wort von der schon da so sehr Rüd gebracht, dass du noch nie nicht erst hier warst. Und wenn die bloß an denken dann an diese Gospel für Asia, würde ich mir so erstaunen, denn ich will den Klimatmittel von dieser Gesellschaft. Jetzt sind wir mehrere Jahre drei, ich sage ja einmal auf einer von ihren Konferenzen, wo immer wir, wo sie Reports geben sollen. Aber vielleicht habe ich das eben zu einem von ihren Magazines gelesen, nun weiß ich nicht mehr ganz nervt. Aber so tue ich ihre Magazines gelesen. Bei einer Wies in Indien, wie eine Stadt, wenn du einen Christen nennst und du dich von Gott mitteilen dort, den brauchen sie bloß kurz an. Und hier haben die eine ganze Gruppe Prediger, wo du durch diese Schule durchgegangen sind. Nun werden sie dir rechecken. Dann sagt das ein Prediger, sagt er, ich habe ein Hort in der Stadt gegangen. Und das ist der Gospel für Asia, K.P. Johannin, das ist der Founder, das ist der Fundator von der Organisation in seinen Seinen. Sie kennen mal, das ist nicht so eine gefährliche Stadt. Ja, sagt, Gott hat mir den Hort gelegt. Dann sagen wir, was die Leben vielleicht machen geben. Sagt er dann weg. Und welche Wort, in diesem Morgen, in Karte Tiet, merkt sich ab, nimmt sie eine Bibel, nimmt sie einen Backpack, mit sie eine Kleider, sie ein Bar, und jetzt in der Stadt nein, und fängt an zu predigen. Den ersten Tag haben sie den angebracht. Und dann kam der Nurech, nur diese Organisation, der Gospel for Asia. Und dann ein paar der wieder, und dann sagt, dass einer Erkältung hat für den Hahn. Dann sagen sie, Timo, wir haben uns, du hast noch einen Prediger angebracht. Und dann sagt er, nein, ich kann hart, ich will. Und weißt du, das Mann, er nimmt auch seine Bibel und seinen Park und er ging den an, den zweiten Tag haben sie den angebracht. Dann kam der Nurech, war er drei, nahmst du den nächsten Reuer. Und dann in der Organisation fängt das Mann an zu bringen. No, sagen sie, Gott hat uns geschickt. Und dann geht der Nächste dann an und der gleich bleibt bei einem Werk leben, dann brauchen sie den Arm. Und dann wird der Viererreuer und welche Wort, und es steht dann an, ich habe einen Bekehrten, einen größten Gröpsig, und welche Wort, und da ich dort auf einmal nicht sein, ich glaube, in der Stadt sind die Krieg irgendwie Fahrkörper eingegründet. Ich denke, diese dienstbare Geister, die haben einen größten Abruf gemerkt im Himmel, als sie das an Hand gesehen.
aus diesen Menschen sich bekehren. Ja, das sind Leute auch berühmt. Nach einem Ding wird das hier gesagt, in den Frommen sind Guten dienen sollen. Wir sehen hier sogar, dort den Frommen, dort meint dort von uns. Wir sehen hier sogar, dort der Engel dann uns macht ein. Der Engel dann uns ein. Du sollst wie dort, dort Gott, der hat vergeben sogar, dass der Engel gemerkt, für uns. Ja, für uns. Für all day wird Jesus annehmen dann aus dem persönlichen Heiland und wird sich reinwaschen lassen. Für all day. Hat Gott sein Engel. Und ich denke von der ersten Tag, dass der Engel, der sind von der auch unsere Diener, oder wir können auch sagen, eben sogar unser Schutz, wo wir vielmal vielleicht beschützt wurden und so weiter. Und eben sogar die Bibel sagt, ob einer steht, dort manchmal hat ein Mensch einen Engel abgenommen und erhöht und hat nicht mal gewusst. So, wir sagen, die Engel, die sind dienstbare Geister. Wir können auf verschiedenen Städten sein, wo die Engel Menschen gedeutet haben. Wir sagen dort eben sogar, wo die Engel Menschen zu einer Errettung gebracht haben. Wenn wir bloß an Lot denken, dann an seine Familie. Der Engel Gottes, die kommen durch Hahn, und sie sehen zu Lot, merkt ihr ab, das ist dort, der wird vernichtet. Und Lot merkt sich ab, er will nicht für ganz freut, nicht, aber er merkt sich ab mit seinen Töchtern und seinen Frühen. Und die Engel sehen, was sehen die? Die sollen nicht drehen. Die sollen bloß eine Ferien gehen. Aber Lot seine Frieden können nicht uithauen. Sie kriegt nach drei und sie bleibt durch. Sie muss ihr Leben durch Hand geben und bei Lot mit seinen Töchtern, die gehen und sie kommen durch. Wir sagen, die Engel werden durch eine Errettung für den Menschen. Ja, die werden durch eine Errettung. So, Gott hat auch sogar für uns, das ist der Engel gemerkt. Das sind uns zum Gehen. Ja, das sind uns zum Geld. Geld. Dann werden wir nach wieder gehen, dann sagt das hier, das steht, der nächste Vers, sagt dann das hier, sind einige von den Engeln abgefallen? So sind, was ist von diesen Engeln abgefallen? Sind die aufgefallen? Dann sagt uns die Antwort hier, ja, einige verließen ihre Behausung und werden zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in Finsternis behalten. So, sie waren irgendwie in Vieren angekommen. So, wir sehen dort, auch die Engel werden nicht alle drei. Sie bleiben nicht alle drei. Wir sehen dort in der Bibel, da wir auf einmal das ein Engel, als heirat sagt, die Ehe wird Gott kriegt. Als heirat sagt, wo diese große Gruppe Engel. Und ich glaube, wir können uns gleich verstehen, was von der größten Gruppe das ist. Was diese größte Gruppe Engel, du Gott loben, Gott preisen. Dann ab einmal kam an der Aufgangs an. Dann berät häusig eine Gruppe Engel, wo arm soll anfangen zu loben, zu ehren. So aus Gott geirrt ward. Den sie nun wie Lucifer. Und so, dann sei wie Jesus, dass nicht alle bleiben true. So, die fallen. Und hier kann man wach sein, die fallen auch. Kriegt das die Menschen deuten. Bloß hier sind wir zwei Dinge, die verschieden werden. Das eine denken wir, die Menschen, die werden ab der Seid gesagt, und die Engel, die werden im Himmel. Die werden bei Gott. Als die Menschen, ob sie geirrt werden in Gott in Eiden, dann kommt Gott drauf, nur die Menschen. Und dann war er drin im Himmel. Und sagt er, dass er in Gott in Eiden kommt. So wie sein, dass er in Gott in Eiden kommt, er kommt drauf, nur die Menschen. Und er hat Gemeinschaft mit den Menschen, er verteilt mit den Menschen. Aber im Himmel hat er wenig einmal seine Gruppe Engel. Aber willst du das Lucifer oder das ein Engel nehmen, das sie gedacht hat, dass er will
ihr han. Und so, wenn wir das mal einfach mal ein bisschen bekecken, dann sind wir auf einmal dort, dort hast du eine große Ehe, und du hast eine große Lufen und Preisen gewasst, und das Engel kann das nicht eitel. So, dann können wir uns das nicht verstehen. Wer gerettet hast du gewasst? So, und das heute ist anfängt der Engel eine Sekte tragen, eine Gruppe von der Engel, und dann sagt er, dass Lucifer wird ein sehr schmacker Engel. Und dann wird arm deine Grippe arm loben und dann wird Gott arm mit all den Engeln drüht. Mit den anderen Engeln, mit was arm haben angebetet. Dort wird dann der Teufel. Dort ist von der ans Teufel. Und dann wird es sein, dass Gott hat actually den Teufel gemerkt. Habt ihr mal gedacht, dass Gott merkt den Teufel? Er merkt den nicht aus dem Teufel, aber Wills heu merkt den aus dem Engel, aber wills das Engel will ne ihr han, kriegt er aus Gott. Und das ging nicht, das schof nicht. Das Engel wird kriegt er verantwortlich, Gott loven die ihren, das all der andere Engel. Nur hat er eine Grippe für sich gekriegt, und dort läuft dann der Teufel. Und das Teufel, der ist von der nach Leben nicht. Und mit diesem Teufel, dort ist krieg von der Kampf, was wir von der Hand. Der Kampf ist, wem wo wir ihr? Gott oder diesen anderen Engel? Haben wir gedacht, dass das von der Hammer der Kampf? Wer kriegt ihr? Wenn wir den Teufel nur gründen, dann kriegt der Teufel nicht ihr. Und wenn wir Gott nur gründen, dann kriegt Gott ihr. Du wirst lange nicht all der Engel, wird diesen Lucifer herangehen, aber du wirst eine Gruppe. Und diese Gruppe Engel, das sind von der, dass der Teufel, das soll sein, den Teufel, bei den Gästen können sein, das wird eigentlich das sein, das. Wir waren sie genannt, und dann sagt er, bei den Gästen, Ara der Teufel. Das sind von der, der wird herangehen und uns versiegen dann. Das ist von wem du von der versagt warst. Und wo warst du versagt? Du warst versagt, arm zu ihren. Das klingt so aus Dorn im Himmel. Du warst von der versagt, arm zu ihren. Dort heute wird nicht ihr kriegen. So, den Teufel gelang dort, arm und Eifer zu verführen. Mit dort, dort am dort gelang dort, die ganze Menschheit fall auf. Und dann wird Gott eine Solution bringen für die Menschheit, dass er kann zurückkommen. Dort wir, dort heuschack sind sehen und Kriegs, und heute den Teufel können wir sein, seinen Kopf zertreten. Heute den Teufel dort wiesen, dass er gewonnen hat. Und wir sehen dort, der Teufel, der dort mank all dort, nach alles, was er kann denn, zum Jesus öffnen. Dort wird am ihr. Alles, was er kann. Weil ihr eben sogar, als er im Krieg wieder sehen, in der Welt, da habt ihr gesagt, ihr könnt den Tempel in 3 Jahren, was ans 40 Jahre gediert hat, zu bieten. Den könnt ihr ihn anbringen und 3 Jahre zu abbieten. Und dann sind gerade das, wo haut die Salz von der Krieg drauf? Wo glaubt ihr, hat Jesus doch gleich könnt denn? Manche Wort? Ja. Jesus hat die Kraft dort zu denken. Jesus hat die Kraft, die Menschen, die wird am dort sein, weil sie nicht wirklich wieder der Teufel wird dort zu denen schreien dort. Der Jesus versiegen. Heim und gedacht, wo der ein von den ganz schwansten Dingen ist, für uns als Menschen, von der Dach. Wenn du den Poder hast, und da war ich gesagt, du hast die Macht dort zu denen in der Trehel. Ja, heim und gedacht. Ich habe die Macht, ich kann entwiesen, ich habe mir das nicht gefallen. Ich habe Macht dort dann. Aber will es auch ein Christ sein, ein Heiliger Träger. Haben wir gedacht, das ist ein schwarzer Ding? Das ist ein schwarzer Ding. Wenn du willst, wenn wir sagen, zum Beispiel, die wird auch verfahren, die wird auch verhandelt, und du hast die Macht, den Gott zu wiesen, und dann trete er. Weißt du, das ist für Jesus. Jesus hat die Macht, den Menschen, die wird schreien, dann steht er auf, wie sonst? Weißt du was? Jesus hat bloß einmal, boom,
kennen das. Aber Jesus hält das Tree und dann sieht er, weißt du, was erklärt, dass die Menschen wären, was Jesus kritisieren sollen, und dann war ich sein, dass Jesus sein Leben nehmen sollen. No, Jesus gibt sein Leben. Er gibt das. Die Menschen wären gleich einen Stern dort nehmen. Er gibt das. Der Träum durch diesen Teufel, was er gemerkt hat, was Gott gemerkt hat, wurde er im Himmel wie das Engel und wurde dann auffallen dort, durch den Träum, wo Jesus noch, muss noch einmal was von der Eufe nehmen und wurde mein Method von der Eufe nehmen, dort meine ich, Gott muss was von der Eufe nehmen, was er im Himmel wie, wie er zur Eufe wieder eins gedenkt, was er würdig wird, um das zu tun. All das, was hier bei Ihnen wird, wird verdorben. Du musst halt von der Eufe nehmen. Dann nimmt er was von der Eufe und dann tut er den Priest und dann wir sehen, sehen sie im Blut und dann sagt er so, nun ist der, der auch verjüngt. Nun kann ich willkommen und ich kann dir in diesen Teufel stehen, du hast diesen Teufel überwinden und nun kann ich frei sein. Und ich kann mich irren und ich kann mich herangehen. Und in jeder einer von uns hat von dir das wohl. Die kostet die Wählen, am herumzugehen oder nicht. Die kostet die Wählen, entweder diesen aufgefallenen Engel herumzugehen, oder die kostet die Wählen, Jesus herumzugehen. Ja, die kostet die Wählen. Wir sehen nach der letzte, Jesus steht, der sagt hier, was ist ihre Art von Tun? Was ist ihre Weich von Schofen, von denen? Was ist ihre Weich? Dann sagt er, sie sind Feinde Gottes und suchen das ewige Verderben der Menschen. Das Engel wird entfiehnt von Gott aus der Auffallenden. Und von du wieder versuch euch zu stehlen alles, was der Gott sind. Habe ich mal diese Frage gestellt? Wie viel glaubt ihr in den Teufel von dir? Was denn sind das? Nicht. Alles, was der Teufel von dir besagt und hat, das hast du gestohlen. Wirklich, das kann ich denn sehen. Jetzt Gott mitgehört das alle. Das habe ich wie uns auch von diesen Kirchen fähig. Gott mitgehört das alle. Das wir alle sehen. Das eins gedenkt, was du hast geworden, ist, dass das Teufel, das sagt in Johannes 8, Vers 44, das Teufel ist ein Hängerrechter, Stehler und Anbringer, dort, wo der Gott singt ist. Haben wir gedacht? Nicht dort, wo singt ist. Das ist ein Hafnisch. Ja? Wenn wir bloß kennen, dann die Menschen. Wo sehe Gott? Wer merkt den? Merkt der Teufel den? No, Gott merkt den. Ich meine, denk bloß ein Ding, denk, was das hier ist. Was wir können sagen, das hat der Teufel gemerkt, dass es den Teufel singt. Troska. Und weißt du was? Even sogar habe ich von der Nacht gelehrt, dass der Engel sein dort nach der, was Gott gemerkt hat. So dann sei wir, dass der Teufel als ein Führer von Lee, ein Führer von einem Anbringer, ein Führer von einem Stiller, ein Führer von einem Hängerrechter. Das ist, was der Teufel ist. Und weißt du was? Dass wir ein Engel, Gott hat ihn eigentlich gemerkt. Und der Fall auf. Und dort ist, findet er ans Teufel. Der versiegt uns. So, wo lebst du, findet er? Wer kriegt die ihr? Kriegt Gott die ihr? Oder kriegt der Teufel die ihr? Wer kriegt die ihr? Dort holen sich noch einmal bloß um das zu ihr. Holen sich bloß um dort. Der Teufel will haben, die Menschen sollen arm ihren. Und Gott will haben, wir sollen arm ihr. Ja? Und bei welchem Wort? Du sind von dir nach einem großen, kleinen Engel, wo du von dir nach bei Gott sind, der dein Arm und der dein Ernst. Und wir sind dort, even in der ganzen Anfang von der Kirche, aus der Kirche beten dort, Gott schickt den Engel, Gott gibt eine Antwort, Petrus kommt los, und er kommt drehen durch die Kirche, und welchem Wort? Und ich glaube, dass er dann schließlich mal unter deren abgemerkt, und alles, dann können Petrus ein Zeugnis erteilen, weißt du was? Ich schleibte, dann auf einmal, dann ich dachte, ich träumt, und auf einmal war ich an, das ist ein Engel, actually, der redet zu mir. Und ich glaube, Petrus gab der Rennen für ein Zeugnis.
hat er den Tränen für das Mädchen, was er belebt hat. Und wenn ich ein paar Mal dann werde geändert wie ein Engel, der zu mir reden dort, dann horchte ich mal und dann stand ich mal ab. Und wenn ich die Käden, die der Rami wie in den Kevlen löst, und der Soldaten, die der Rami abpassen dort in Ola, wird die Worte in Ola eingeschlagen. Dann sind die Spatte der, wie wir eine große Ruhe und ich weiß nicht, wer von jemandem aus dem Jail war, aber wir haben ein Ministry in Jail getan und so, und dann singt er manchmal bei dir was. Und die Ruhe und Stangen, die sagen, welche Worte, der auf einmal ging oben. Er ging da vorbei und der Mensch, der sagt mir nicht mehr. Er ging ganz verbieten. Und das ist ein Engeltaub. Hat er ein Zeugnis mit da. Eine Erfahrung, was er gemerkt hat. Und welche Worte? Und von der ist er dann ans Bibel reingekommen, der Dach. Der Petrus, der belebt hat und der Mathe und der, ist er hier reingekommen. Dann kann die nicht lesen, dann kann die nicht ganz wundern. Weil Gott, dass der Engel erschaffen hat und wird heute Brücken werden. So, diese Engel, die sind Deiner und die dann ans von der auch Deiner. El buen sembrador salió para sembrar, salió a sembrar, salió a sembrar. El buen sembrador salió para sembrar la santa palabra de Dios. Una parte en los pedregales, cayó una parte en los pedregales, saltando raíces secó. Cayó otra parte en zarzas y espinas, cayó otra parte en zarzas y espinas, ahogada ningún fruto dio. Cayó otra parte en un buen terreno, cayó otra parte en un buen terreno, creció y su fruto llevó. ¿Qué tal buen amigo de tu corazón, ¿Qué tal buen amigo de tu corazón en que la semilla cayó?